So, Ladies, Gentlemen und wer noch sonst alles zusieht, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Hollow Knight. Ach ja, und wir haben jetzt mal in das nächste Pantheon geschaut und was soll ich sagen? Es ist interessant, also es ist halt wirklich einfach von Anfang an alles nochmal. Übrigens, Moment, es gab hier glaube ich irgendwo eine... Ah ne, das war, wenn man von oben runtersprang, so war das. Es gab hier nämlich tatsächlich einen Punkt, man konnte quasi, glaube ich, hier irgendwo was Verstecktes finden. Ach ja, genau. Man konnte den Weg hier quasi öffnen. Es bringt aber auch nichts. Also man kommt dann halt nur von der Seite hier hoch. Anstatt den gar lustigen Sprung zu machen. Aber gut, wir haben hier nach wie vor das Pantheon von Highlands Nest. Ich bleibe bei meinen Talismanen. Ich finde die tatsächlich sehr praktisch hier. Und ja, wir haben das letzte Mal einen Kampf gefunden, der ein bisschen anders nachher aussah. Und ansonsten sind sehr viele hier auch ein bisschen künstlich erschwert, sage ich mal. Okay, das war eine dumme Idee. Ich muss mich erst ein bisschen einspielen. Ist ja auch die erste Folge dieser Aufnahme. Ach, komm schon. Okay, das war dumm von mir. Einfach ruhig in der Mitte bleiben. Leute, was wird das denn? Okay, da habe ich jetzt das sehr schlecht sehen können. Ach, komm schon. Die verdecken sich teilweise halt auch einfach gegenseitig. Wieso verkacke ich jetzt hier gegen die beiden? Man sieht gerade gar nichts. Super. Lass mich jetzt heilen, du Saftsack. Was hast du daran nicht verstanden? Jetzt rufst du wieder wie zu Hilfe. So, dass ich dich nicht treffe. Wie viele Schläge gibt es noch für dich? Also ich muss mich, wie gesagt, ja erstmal ein bisschen einspielen. Ich habe natürlich geübt, gegen die Schwestern der Schlacht klarzukommen. Aber auch da ist es natürlich so, wenn man gerade die Aufnahme neu anfängt, muss man natürlich sich wieder ein bisschen aufwärmen. Man muss jetzt wieder reinkommen. Und der König der Rachfliegen ist eigentlich jetzt nicht sonderlich schwierig. Genauso wenig die Grummermutter, sage ich, und lass mich direkt zweimal erwischen. Na toll. Och, das ist doch nicht wahr. Die zielt halt auch so beschissen. So, kurz heilen. Zack. Diesmal bin ich nicht in die Stacheln gefallen. Das ist doch mal sehr praktisch. Das bin ich sonst anders gewohnt bei den... Ah, der ist... Eine sehr lächerliche Variante des Ritters. Wie man sieht. Zack. Einmal ein bisschen im Kreis gedreht und schon ist der platt. Ach ja. Der Kampf ist auch eigentlich relativ lächerlich. So, dem kann man nämlich entweder von unten einen mitgeben.
oder man Pogo zweimal auf dem oder gibt ihm eventuell noch einen Schuss mit, wie hier. So, das war's auch schon. Es wird natürlich, ich kann es schon mal sagen, dieses Pantheon, ich werde es nicht bei diesem Versuch jetzt schaffen. Ich werde wieder und wieder daran scheitern. Das ist normal. Ach Mist. Da habe ich den Cooldown falsch eingeschätzt. Ach, Kacke. Sorry, Hornet. Nichts Persönliches. Ach, hoppla, falsch. Und, ja, dass die so springt, ist auch ätzend. So, reicht zum Heilen. Komm runter. Okay, das hat nicht so viel gebracht. Das wird jetzt ein bisschen mehr bringen. Zack. Nö, das brachte auch nichts mehr. Okay. Hier kam dann, glaube ich, Oro und Mato. Ne, es kam erstmal der. Stimmt ja, Gorb. Einer der ätzendsten. Wieso? Ich hasse diesen Rückstoß. Na, schon Phase 2, Gorb. Ach man, manchmal kommt die aber auch ein bisschen in blöden Winkeln. Ach, und die springen auch noch rein. Ach, Phase 3. Ach Mann. Immer abgelenkt und schon. Ich muss mich mehr konzentrieren. So zum Beispiel. Das war Gorb. Ogrim hier gibt einen bisschen mehr Gelegenheit zum Heilen. Ich finde einfach klasse. Ach hoppla. Ich dachte kurz, der würde noch was machen und naja, egal. Man muss manchmal nur schnell genug auf die Sachen reagieren, die er macht. Ah, es beginnt die Phase. Die lässt sich am ehesten so lösen. Sobald er anfängt rumzutauchen, lässt sich das am ehesten so machen. Das war der Doom-Verteidiger. Und er landet im Publikum. Der Seelenkrieger ist eigentlich nur ätzend wegen der Viecher, die er beschwört. Natürlich taucht genau eins bei mir auf. Ist doch ein schlechter Scherz. Sagen, wie viele Schüsse muss ich denn noch reinkloppen? Ach ja. Tiso. Oder auch nicht.
Okay. Das hatte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass der das erst später... Mann. Diese Geschosse sind teilweise aber auch nervig. Und ich spiele halt gerade auch einfach schlecht. Wie will ich dieses Pantheon schaffen, wenn ich so spiele? Ach, Kacke. Mitten reingerast. Aber gut. Grimmschlund hält halt auch nichts aus. Also alles gut. Und wir haben ja volles Leben. Und jetzt kommt der erste richtige Boss. Also der erste... als solcher ernstzunehmende. Und jetzt kommt das Brüderchen und ab jetzt wird's witzig. Teilweise ist es gar nicht mal so schlecht, zwischen den beiden zu stehen, wenn man einen Weg hat, rauszukommen. Oh, Mist, da habe ich schlecht drauf reagiert. Aber es lohnt sich halt auch, den mal ordentlich reinzuklotzen. Mit Spells, insbesondere wenn man beide gleichzeitig damit treffen kann. Weil man kriegt nach dem Kampf sowieso wieder... volles Leben und volle Seele. So, ich wollte gerade sagen, da können wir auch ein bisschen aggressiver reingehen. Das Problem ist, dass die Bosse halt hier jetzt gerade so viel quasi an Fehlern verzeihen, dass man dazu neigt, ein bisschen unvorsichtig zu werden, wenn es zu den wirklich ernsten Kämpfen geht. Der hier ist einfach nur nervig. Weil ich da auch immer wieder rein... Das ist doch nicht wahr. An der Kante hängen geblieben. Ich hasse es, dass diese Schwerter so scheiße fliegen. Und dann kommt er auch noch auf mich... Das... Ich hasse diesen Kampf. Der hat aber eine sehr begrenzte Reichweite. Also man kann zumindest in Phase 1 noch heilen. Das, man kann so schlecht an der Kante bleiben. Okay, jetzt hat er damit angefangen. Natürlich habe ich nur einmal erwischt. Och, ich hasse diesen Bosskampf. So. Jetzt gehe ich zwar mit nur 2 Lebenspunkten in den nächsten Kampf, aber es sollte trotzdem passen. Weil der Kristallwächter ehrlich gesagt nicht so schwierig ist. So, wie gesagt, das ist jetzt nicht das Problem. Es kommen immer wieder mal schwierige, aber dahinter kommt dann meistens einer, der einem ein bisschen Gelegenheit gibt, sich zu heilen. Zum Beispiel auch der hier. Vor allem, wenn man den Tyrann gewohnt ist, ist der hier halt völlig lächerlich. Glaube mir kurz... Oh, die Nummer. Oh. Oh, das war knapp.
Und zack. Phase 2, bitte. Der ist so langsam. Ach, Mist, da mitten reingesprungen. Gerade weil ich denke, dass die Dinger schneller kommen müssten. Da kann ich zwischen den Angriffen ja fast nur heilen, so lahm wie der ist. Los, du brauchst ja nur ein, zwei Schläge. Okay, hat wirklich nur zwei Schläge noch gebraucht. Oh, oh Bobble. Die sind insofern ätzend, dass der, also der eine, der ja übrig bleibt, der gerät ja in Rage. Und das Problem ist, der wird dabei immer ein bisschen geheilt und kriegt mehr maximales Leben. Das heißt, es lohnt sich schon irgendwie, die so ein bisschen getrennt anzugreifen. Okay, nicht auf die Art. Wow, Hilfe! Ich hasse diese Kämpfe hier. Natürlich, bleib einfach direkt neben mir stehen. So. Und hier ist das Wichtige, wirklich sowas durchzukriegen. Natürlich, wieder direkt neben mir. So, geht doch. Das ist das, was ich in diesem Kampf hasse. Oh, toll, uns fehlen drei Lebenspunkte. Aber gut. Hier muss ich mich eigentlich nur konzentrieren. Wie gesagt, ich habe diesen Kampf eigentlich auch geübt. Okay, hier kann ich mich kurz heilen. Zumindest einen. Reicht für kurze Heilung. Und jetzt gibt es eine Sache, die ich definitiv machen werde, immer wieder, wenn die mich angreifen. Ich liebe diesen Moment. Das hier. Und bei dem Angriff ist es wichtiger, einfach nur nicht getroffen zu werden, anstatt zwingend zu kontern, habe ich gemerkt. Ach, nochmal. Okay, da habe ich gedacht, da komme ich noch drunter durch. Das läuft ja schon gerade zu gut. Ach Mist, da war der zu schnell wieder weg. Ach, schon wieder weg. Okay, erster ist platt. Das heißt, ab jetzt wird es deutlich einfacher. So, meine Damen. Da soll man noch mal sagen, man kann immer nur mit einer gleichzeitig tanzen. Dieser Kampf ist klasse. Einer meiner absoluten Lieblingskämpfe im Spiel bisher. Fühlt sich einfach richtig an wie ein Tanz. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Ach, Mamu. Boah, das ist ätzend. Man darf ihn also nicht einfach nur nach oben schlagen. Okay, er hält aber nicht viel aus. Oder sie. Ich weiß gar nicht, ob Mamu ein Er oder eine Sie ist. Oh, die Egelmatrone. Ist auch immer ein bisschen eklig. Ach, das zerbrochene Gefäß, also noch die schwache Version. Ist das langsam? Okay, da war ich jetzt sogar zu schnell für den Gegner. Boah, was mache ich denn da? Aber stimmt, sowas konnte er auch. Und das ist tatsächlich ein sehr ätzender Angriff. Erstmal heilen. Ha. So, geht doch. Schnauze, Kleiner. Ich hab dich schon in einer schwierigeren Form 1000-mal besiegt. Och nee, Galien. Okay, natürlich trifft er mich direkt. Dass ich diese Sense hasse. Wieder lebt noch. Geht doch. Ach, jetzt kommt der nächste große Boss. Okay, gegen den habe ich irgendwie nur 2 oder 3 Mal gekämpft. Stimmt, orange war das. So, orange ist das. Immer auf die Farbe des Pinsels achten. Okay. So, ich heile mich mal kurz, werter Sheo. Stimmt ja, der hat dann einen Angriff, der auch so nach vorne trifft. Oh, und das macht ja eine Explosion. Lass mich immer wieder von dem roten Ding treffen. Der kann doch gar nicht mehr so viele Lebenspunkte haben. Geht doch. War ein guter Kampf, Sheo. Also bisher kommen wir gut voran. Aber ich weiß, es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Kampf mindestens, der ein bisschen variiert ist. Der dürfte dann der nächste größere sein. Oh, der Schwarmritter. Ah, so spät reagiert.
Ach, Kacke. Ich hasse diese Angriffe. Stirb doch endlich mal. Geht doch. Ach, puh. Danke, Hu. So. Komm schon, Hu. Ist doch nicht mehr viel, bis ich dich platt gemacht habe. Geht doch. So, das war Hu. Och nee, der Sammler. Hier bräuchte ich den schnellen Hieb, aber... Ich hasse den Sammler. Einfach weil der so nervig ist und man ihn so schlecht erwischt. Und dann natürlich Aspitz. Und so geht doch. Ist er platt. Oh, das ist ein interessanter Kampf. Oh, stimmt, da kommt direkt ein Angriff am Anfang. Das Ziel ist ja einfach nur, den Dicken platt machen, sich nicht allzu sehr um die Olle kümmern. Die hat ja auch nicht unbedingt die großen Angriffsmöglichkeiten. Kacke, da hat er mich gut erwischt. Aber das ist nicht das große Problem. Der dürfte, ich wollte gerade gleich platt sein. Dann hört ja auch die Alte auf. Oh! Grimm! Die Standardvariante. Ach Mist, das hatte ich falsch in Erinnerung. Wir haben dich schon beim ersten Kugelfischangriff drin. Ich hatte dich schwerer in Erinnerung. Er ist ein bisschen schneller geworden. Seltsam, dass er damit direkt neben mir auftaucht. Okay, jetzt wird er schneller.
die Nummer. Okay. Habe ich es gerade zwischenzeitlich aus Versehen geschafft, zwischen zwei eng beieinanderliegenden durchzuspringen? Oh Mist, da war ich zu nah drunter. So, jetzt kann ich mich heilen. So, Grimm. Wow, das war knapp. So, das war Grimm. Kommen wir jetzt zur Bank? Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, ich mache dann hier auf jeden Fall einen Schnitt. Ja, wir dürfen einmal baden. Dann baden wir erstmal. Und dann mache ich hier einen Schnitt. Die Folge geht ja schon eine halbe Stunde. Und mal schauen, wie gut wir durch den Rest des Pantheons so durchkommen. Bisher läuft es überraschend gut. Also dann, ich hoffe, ihr habt Spaß. Das konstruktive Kritik, da vielleicht ein Däumchen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich bis zu Bossen, die wir noch nicht gesehen haben. Also dann, Cheerio!